Kollegen von Come to Us, die machen Summoner's War, die sind auch bei mir am Stand und die verschenken unter anderem ein iPad, also lohnt sich da auf jeden Fall mal bei den Jungs auch vorbeizuschauen. Und, wo wir gerade von Unterstützung sprechen, diejenigen von euch, die meine Videos schon länger verfolgen, die kennen auch die Dame, die hier links vor mir steht, das ist die reizende Dani, großen Applaus bitte. Und die Dani hat sich bereit erklärt, eure Fragen aufzunehmen. Sie wird also gleich rumgehen und dann euch das Mikro überreichen. Jetzt muss ich gerade mal die Damen von der Technik noch mal ganz kurz... Da ist das Mikro, genau, das brauche ich. Wenn ihr jetzt kurz der Dani bringen würdet. Zum Schluss, bevor ich ja den wichtigsten Mann vergesse, noch ganz kurz. Derjenige, der all meine Videos schneidet, Woche für Woche meine News und mit mir um die Welt fliegt, jetzt in Los Angeles war und in Tokio war und im Oktober mit mir nach Osaka und Kobe fliegt und daraus dann immer schöne Videos zaubert. Das ist der Nico und der Nico steht da hinten. Bester Mann, bester Mann. Und auf vielfachen Wunsch werden wir das Q&A heute auch mitfilmen. Also für all diejenigen, die es leider nicht nach Mannheim geschafft haben, wollen wir es dann auf diesem Wege nachreichen. Kann man sich dann also irgendwann in den kommenden Wochen mal auf meinem Kanal anschauen, wenn die Kamera mitmacht. Denn Nico sagte mir, also Nico arbeitet ja mit so Wunderkameras und die laufen irgendwann heiß und dann explodieren sie. Entweder macht es irgendwann bumm oder wir können einfach nicht mehr filmen. Aber wir tun unser Bestes. So, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich werde startklar, ihr hoffentlich auch. Dani ist auch ready. Du siehst übrigens bezaubernd aus. Kann man das so sagen? Ja. So ein Karton voller Sachen, da sind ein paar I Love Anime Poster drin und auch diese Kitsune-Masken. Und ich würde sagen, so als kleinen Anreiz für die Fragensteller, darf jeder da mal in die Box reingreifen. Du musst die aber nicht die ganze Zeit. Jeder, der eine Frage stellt, kann erstmal vorgehen und sich was rausholen. Ja, du musst die Box nicht rumtragen, wir machen das einfach so. Und jeder, der eine Frage gestellt hat, darf nachher einfach vorbei und sich was rausnehmen. Okay? Okay. Ihr seid ja alle ehrliche Menschen. Anime-Community, die beste Community. Wir sind ja nicht auf der Gamescom. So, dann würde ich sagen, wir legen los mit der Fragestunde. Wenn ihr irgendwas wissen wollt zu mir, zu meinem Kanal, zu Japan oder was euch auch immer interessiert, dann einfach die Hand heben und Dani entscheidet dann. Bitte schön. Los. Ich würde sagen, ich mache einfach mal so eine Runde, okay? Okay. Hier. Okay. So. Hau mal raus jetzt. Nimm ja ein wenig Bedenkzeit für die Frage. Und zwar, was hat YouTube in deinem Leben verändert? Was hättest du ohne YouTube nicht gesehen, nicht erlebt oder nicht erreicht? Also mein ganzer Job hat mein Leben so ein Stück weit verändert, logischerweise. Ich habe ja vor YouTube bei der GamePro gearbeitet als Spieleredakteur, sprich, da hatte ich ja mit diesem Thema auch schon ein Stück weit zu tun, also zumindest mit Videospielen, da war ich eben klassischer Spieleredakteur, aber genoss auch damals schon das große Privileg, eben um die Welt zu fliegen, gerade in Nordamerika ist man da sehr viel unterwegs oder auch in Japan, also aufgrund meiner Japan-Affinität war ich dann im Zweifel immer derjenige, der nach Tokio geschickt wurde auf die Tokyo Game Show. Insofern war das schon ein sehr einschlägiges Erlebnis, da bei der GamePro anfangen zu können, zu dürfen. War eine total tolle Zeit und dann stießen wir ja irgendwann die Tür ins YouTube-Universum auf mit High Five. Der ein oder andere von euch hat den Kanal wahrscheinlich gesehen. Es war so ein Popkulturkanal mit übergreifenden Themen, unter anderem eben Anime, woraus dann eben auch so als Spin-off in Nino Taku TV entstand. Und Nino Taku TV /YouTube habe ich schon sehr, sehr viel zu verdanken. Also für mich ist das halt eine ganz besondere Ehre als Fan, der ich ja in erster Linie bin, für Fans solche Videos zu produzieren und eben nach Japan zu fliegen und auf solchen Conventions zu sein und Fotos zu machen und Autogramme zu geben. Das ist total schmeichelhaft und ist für mich was ganz Besonderes und alles andere als selbstverständlich, auch jetzt vor so vielen Menschen hier stehen zu dürfen und eure Fragen zu beantworten. Menschen, die tatsächlich interessiert an dem sind, was ich tue. Das ist schon eine ganz große Ehre. Deswegen hat das mein Leben schon sehr verändert. Das waren jetzt alles positive Aspekte. Natürlich gibt es, wo positive Aspekte sind, aber immer negative Aspekte. Also es ist halt kein Job wie jeder andere.
Es ist kein 9-to-5-Job, den ich ab und zu schon herbeisehne. Es gibt gewisse Momente in Urlauben, in Auszeiten, an Feiertagen. Das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, frei zu haben. Wenn man aber auf YouTube/Instagram/Twitter/Facebook/weiß nicht wo sonst noch überall unterwegs ist, dann gibt es halt keinen wirklichen Feierabend. Man ist halt irgendwie immer bedacht, die Community zu bedienen, immer zu deliveren, hier ein Post, da ein Foto, da ein Video. Und selbst wenn ich vorproduziere, so wie ich das ja immer tue, bevor ich in den Urlaub gehe, damit auch weiterhin jeden Mittwoch um 16 Uhr, wie das seit Kanalbestehen der Fall ist, ein Video hochgeladen wird, dann ändert das nichts daran, dass ich dann auch jeden Mittwoch auf YouTube schaue und gucke, was wird kommentiert, was wird geliked, was machen die Abos und so weiter und so fort. Das ist Jammern auf hohem Niveau, das habe ich mir ja auch so ausgesucht. Ich könnte ja auch sagen, ich mache jetzt nochmal 4 Wochen gar nichts und gucke nach den 4 Wochen wieder rein. Das kann ich aber nicht, dafür ist mir das Projekt einfach viel zu wichtig. Das liegt mir viel zu sehr am Herzen und der Geist der Zeit ist eben sehr trendgetrieben. Das bedeutet, man muss da auch dranbleiben. Sprich, wenn man sich da mal den Freiraum nimmt, 4 bis 8 Wochen nichts zu tun, dann wird man da auch entsprechend bestraft. Da geht ja vielleicht das Interesse so ein Stück weit zurück und deswegen bin ich da eigentlich immer dran. Also das ist so ein bisschen was Negatives. Also so richtig entspannen, richtig Urlaub, mal richtig raus, ist, wenn man in der YouTube-Landschaft unterwegs ist, ganz, ganz schwierig. Hi Esma, und hallo. Wir schreiben ja jetzt 20 Jahre an die Match-Geschichte. Was war dein persönliches Highlight? Und jetzt mal nicht mit deinem Stand und so, weil das ist klar ein persönliches Highlight, aber so, was war dein ganz besonderer Moment in den letzten Jahren, den du als Gast oder als Besucher erlebt hast? Ich würde sagen, dass das meine erste Animagic war, die ich im Rahmen meines Jobs gecovert habe. Also bei mir war es mit der Gamescom/Games Convention, genauso wie mit der Animagic. Auf der Games Convention damals in Leipzig bin ich noch als Fan, als Videospiel-Fan, als GamePro-Leser gefahren, hatte dann auf der letzten Games Convention auch mein Bewerbungsgespräch am GamePro-Stand und habe dann dort mehr oder weniger meinen Vertrag bei der GamePro unterschrieben. Ist tatsächlich so, ist irgendwie irre. Und mit der Animagic ist es halt ähnlich. Da war ich auch anfangs einfach als Anime-Fan. Und wenn man dort plötzlich als Journalist aufschlägt, als jemand, der das jetzt jobtechnisch macht, ist das schon was Besonderes. Es ist ein tolles Gefühl, dann da irgendwie darüber berichten zu dürfen, Teil des Ganzen, Teil der Branche zu sein. Gerade die Animagic liegt mir auch deshalb sehr am Herzen, weil die ganzen Verantwortlichen unfassbar nette Menschen sind. Ich kenne die alle schon wahnsinnig lange, ich respektiere die auch. Das ist ein ganz kleines Team, die nicht nur dieses 8-Wochen-Frequenzheft alle 2 Monate in die Regale stellen, sondern eben auch so eine Riesenveranstaltung wie das hier wuppen. Deswegen würde ich sagen, die erste Animagic, über die ich berichtet habe bei der GamePro, wann das war, weiß ich nicht mehr genau, so vor 10, 11 Jahren circa, die wird wohl immer im Gedächtnis bleiben. Und, aber ansonsten hat jede Animagic was Besonderes. Ich mochte Bonn sehr gerne, ich mochte die Beethovenhalle sehr gerne. Es war immer ziemlich schwitzig, aber dafür auch sehr familiär und sehr charmant, das ganze Ambiente. Aber ich denke, dass man hier mit dem Rosengarten die Convention auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Dass man es auch geschafft hat, dem kompletten Anime-Segment damit was Gutes zu tun. Denn das hier ist sehr prestigeträchtig, das ist einfach stylisch, das ist aufgeräumt und ich denke, dass andere Branchen in Deutschland jetzt schon auch so ein bisschen auf die Anime-Menschen blicken und sagen, wow, wo sind die denn jetzt? In so einer tollen Location, da machen die ihr Ding, was machen die da, diese ganzen kostümierten Menschen, okay, cool. Deswegen finde ich das ganz toll und freue mich auf viele, viele weitere Animagics hier im Rosengarten. Welche Manga-Serien du mal gelesen hast oder gerade liest vielleicht? Alles Mögliche. Also, ich werde immer mal wieder gefragt, was ich bevorzuge, Manga oder Anime. Es kommt immer so ein Stück weit drauf an, wo ich gerade stecke. Also, wenn ich die Zeit habe, dann sehr, sehr gerne Anime. Ansonsten, wenn ich unterwegs bin oder auch in Urlauben, dann gerne Manga am Strand oder auf dem Balkon, zumal ich dieses Haptische einfach noch sehr gerne mag. Ich lese auch immer mal wieder ein Buch. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Ein Manga, den ich sehr regelmäßig verfolge, ist Shokugeki no Soma.
Also da will ich irgendwie am Ball bleiben. One Piece auch. Ich stehe halt auf One Piece. Ansonsten viele aktuellere Sachen, so wie das Promised Neverland, finde ich total interessant. Wird es ja auch eine Anime-Umsetzung geben. Aber ansonsten in erster Linie tatsächlich Anime. Ja, es steht tatsächlich einiges an. Also ich habe erst vor vier, fünf Tagen, habe ich mal so einen Tweet gemacht, weil ich selber mal mein bisheriges Jahr so ein bisschen habe Revue passieren lassen. Und dieses Jahr ist bei mir irgendwie echt super, super krass. Also ich hatte Anfang des Jahres die große Ehre, diese Final Symphony Tour zu moderieren in 5 tollen Städten und in 5 tollen Konzerthäusern, unter anderem in der Berliner Philharmonie oder im Wiener Konzerthaus. Also dann davor ausverkauft im Haus zu stehen mit einem 200-Mann-Orchester und mit Menschen wie Ole Matt zusammenzuarbeiten, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Also da war mein Frühjahr schon sehr geprägt, da war ich aber sehr viel unterwegs. Dann kam Tokio mit Nico, dann kam die Dokumi, dann kam die Anime-Messe Berlin mit Nico, dann kam Los Angeles mit Nico. Jetzt ist die Animagic. Okay. Dann ist die Gamescom jetzt schon in 2-3 Wochen. Bist du eigentlich auf der Gamescom, Nico? Wahrscheinlich, natürlich. So, und dann geht's weiter nach der Gamescom mit der MAC in Erfurt. Das ist eine neue Convention, da werde ich die Minotaku Stage moderieren. 3 Tage lang kommen tolle Ehrengäste, tolle Synchronsprecher aus One Piece, aus Attack on Titan, aus Sword Art Online. Dann fliege ich nach Osaka mit Nico. Und wir fliegen von dort aus weiter nach Kobe, beziehungsweise fahren weiter nach Kobe. Und aus diesen 2 Trips werden auf jeden Fall coole Videos resultieren. Mir macht es immer total viel Spaß, mal was zu machen, das jetzt nicht primär mit Anime zu tun hat. Also nicht falsch verstehen, natürlich mache ich super gerne diesen Anime-Content, aber ich finde es für mich, für jemanden, der sich halt auch immer gerne ein bisschen neuer findet und schaut, dass er mal wieder was Neueres macht, finde ich es total spannend, da mal einen Ansatz zu wählen, der jetzt nicht primär den Fokus auf Anime legt, so wie jetzt diese Work-and-Travel-Reportage, die wir in Tokio gedreht haben, die Nico in Tokio gedreht hat. Und also diese Videos werden toll. Osaka, Kobe. Und es wird tatsächlich ein sehr, sehr großes neues Projekt geben im Zusammenhang mit Notaku TV. Das wird aber kein Format. Das wird das nächste große Ding. Ich kann, will und werde jetzt noch nicht zu viel verraten. Das wird wohl auch nicht mehr dieses Jahr passieren, denn das ist ein Projekt, da wird sehr viel Zeit und Planung und Herzblut reinfließen. Aber ihr werdet das mitkriegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die meisten von euch auch darauf freuen werden und darüber freuen werden. Ich halte euch da natürlich im Loop in meinen Videos und auf Social Media. Und formattechnisch, die Charts kommen jetzt mal wieder zurück. Es wird weitergehen mit Fan fragt Firma. Also es gibt ja immer noch einige Publisher, die da ausstehen. Kase war zum Beispiel noch nicht da, die ja ganz schön viel Gas geben. Ich habe gestern mit der lieben Cecile von Kase gesprochen. Die hat mir verraten, was sie jetzt alles machen werden in Zukunft. Also da kommen einige Hochkaräter bei Kase auf uns zu. Auch der ein oder andere Manga-Publisher wird da noch zu Besuch sein. Das ist ein total tolles Format. Natürlich ist das nochmal die Nische in der Nische und das schauen jetzt auch nicht so viele Menschen an. Finde ich aber nicht so wichtig, denn die Leute, die sich das eine Stunde lang angucken, die sind happy, die freuen sich drüber. Es wird auch noch das ein oder andere Studioporträt geben. Wenn mein lieber freier Autor, der Thomas, dem gerade die Gesichtszüge entgleiten, weiterhin Bock hat, mal einen großen Applaus bitte für den Thomas. Bitte mal ganz kurz. Nein, das weiß keiner. Und jetzt setz dich bitte hin und fall dir nicht wieder. Immer das Gleiche mit dir. Also, es wird einiges passieren. Und wie gesagt, ich bin bemüht, dass es Abwechslung gibt. Und bin jetzt auch bemüht, dass die News wieder regelmäßig kommen. Das ist eben in vorhin angesprochenen Urlauben so ein bisschen schwierig. Also News vorzuproduzieren wäre halt Käse, denn ne, ist halt Quatsch, dann sind es keine News mehr. Du hast keine Kristallkugel?
Ich habe keine Kristallkugel, nein. Leider nein. Weiter geht's. Wieso lachst du, Dani? Was ist denn? Gab es mal vielleicht Momente, in denen du es bereut hast, in dem Tag mit TV in der Öffentlichkeit getreten zu sein? Ja, gibt es immer wieder. Also ich bin, und das sage ich völlig ehrlich, ich bin tatsächlich mit einer wirklich lieben Community gesegnet, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass, wie ich das eingangs schon sagte, das war auch durchaus ehrlich gemeint, dass die Anime-Community einfach eine nette und liebe, verständnisvolle und sehr engagierte Community ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Ausreißer, nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Anfeindungen, es gibt absurd konstruierte Verschwörungstheorien, die von, du hast eine 20-Mann-Redaktion bis hin zu, du bist von allen Publishern gekauft, reichen. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, so ein bisschen undankbar, und ich bin halt auch jemand, dadurch, dass mir dieses Projekt eben sehr am Herzen liegt, schafft es auch nicht, sowas dann komplett zu ignorieren. Ich versuche dann auch mit den entsprechenden Menschen da zu diskutieren, denen da meine Sicht der Dinge zu erklären. Oftmals wird eben auch gerade beim Punkt Finanzierung werden halt Dinge übersehen. Also irgendjemand muss die Party auch zahlen. Jetzt zum Beispiel im Zusammenhang hier mit der Animagic, in meinem Ankündigungsvideo, was toll angenommen wurde, in dem sich auch herausgestellt hat, dass viele Menschen Summoners War spielen, gab es natürlich auch den einen oder anderen, der sagte, was hat denn jetzt Summoners War mit Animagic zu tun? So, Summoners War, das sind einfach coole Kollegen, die auf mich zukamen und die meinten, hey, hast du Bock, dass wir zusammen was machen? Denn die Schnittstelle ist da, was die besagten Kommentare, die ich eben erwähnte, ja, eindrucksvoll dokumentieren. So, und dann gibt es aber immer diese Vorwürfe so, dem geht es ja nur ums Geld und der will ja nur Kohle verdienen und der bereichert sich ja nur an unserem YouTube-Money hier und YouTube-Money da. Was ganz oft vergessen wird, ist, dass so ein Stand, wie er da jetzt draußen steht, ein bisschen Geld kostet und die Standfläche ein bisschen Geld kostet und das Design vom lieben Kerim, der hier auch irgendwo ist, ich glaube ganz da hinten, das ist der Mann, der dieses Design gebaut hat. So, all das kostet Geld und dann steht die Bude da und dann bin ich aber noch nicht hier und Nico auch nicht. Das heißt, dann gibt es natürlich Reisekosten, dann gibt es Hotelkosten und so weiter und so fort und das läppert sich ganz schön. Das heißt, es ist erstmal eine Herausforderung, hier überhaupt plus minus null rauszugehen. Und mit dem Geld verdienen können wir dann später sprechen, nach der Convention, wenn wir genügend T-Shirts verkauft haben. Also das mal für euch so ein bisschen in Perspektive zurück. Und ganz ähnlich ist das zum Beispiel eben auch mit Japanreisen oder mit Werbung. Mit Werbung, die ich aber ganz gezielt und ganz bewusst so streue, dass ich sie für mich vertreten kann. Dass die nicht zu plakativ ist. Also ihr werdet von mir nie einen Satz hören wie, das ist der beste Anime aller Zeiten. Der kommt jetzt raus bei Publisher X. Kauft ihn euch 20.000 Mal, denn der ist super. Das wird halt nicht passieren. Und auch schon bei der Auswahl der Werbung bin ich sehr, sehr kritisch. Also ich werde nie ein Produkt über den grünen Klee loben, das mir nicht hundertprozentig gefällt. Das werden immer Sachen sein, die ich halt mache. Titel, die mir gefallen, anständige Produkte. Und dann ist das meiner Meinung nach vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung, auf diesem Wege auch so ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen. Das gibt es in jedem Heft, das gibt es auf jedem Radiosender, das gibt es auf jeder Webseite, das gibt es in jedem TV-Sender, das ist einfach völlig normal. Aber gerade das ist so ein Punkt, wo ich mir immer wieder denke, Leute, überlegt doch mal, natürlich mache ich das sehr, sehr gerne, aber mein Arbeitgeber, mein Chef, der kommt schon auch ab und zu mal und sagt, Nino, wie sieht's denn aus, du verursachst ja ganz schön viel Kosten mit deiner Rumreiserei, bist schon wieder in Japan, wie refinanzieren wir das? So, da muss ich natürlich auch sagen, so. Also, und das ist so eine Sache, um wieder zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, was mich stört, die mich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht einfach. Also ich bin halt sehr bemüht, es möglichst jedem recht zu machen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das ist nicht möglich, das habe ich auch inzwischen akzeptiert. Dennoch reibe ich mich da durchaus immer wieder auf. Ähnlich ist das mit der Clickbait-Geschichte. Grundsätzlich, um das mal ganz kurz anzusprechen. Also, Clickbait, die Definition für Clickbait, da gehen ja schon mal die Meinungen komplett auseinander. Ja, also, viele sehen zum Beispiel ein Thumbnail von Highschool-Didi. Clickbait. Meiner Meinung nach ist Highschool-Didi ein sehr erfolgreicher Anime. Viele Menschen schauen das. Das ist sehr beliebt. Wenn jetzt Highschool-Didi auf dem Thumbnail ist und ich in meiner Sendung über Highschool-Didi rede,
dann ist das kein Clickbait. Dann ist das ein Appetizer, da macht man die Leute neugierig. Das wurde in den Medien schon immer so gemacht und das ist meiner Meinung nach völlig legitim. So, für viele ist das aber schon Clickbait. Für mich bedeutet Clickbait, den Leuten den Mund wässrig zu machen, dann aber nicht zu liefern. Ich habe neulich zum Beispiel ein Video gesehen, da war das Thumbnail, da ging es um Elfmeterschießen im Fußball. Und das waren irgendwie 10 unglaubliche Elfmeter, die verwandelt wurden. So, und auf dem Thumbnail sah man dann den Schützen vor dem Tor stehen und man sah den Torwart in der rechten Torwartecke, wirklich am Pfosten, natürlich klassisch mit rotem Kringel. Und ich dachte mir, okay, wie um alles in der Welt geht das jetzt aus? Ich will das sehen. Ich habe mir das dann angeschaut und natürlich ist diese Szene überhaupt nicht im Video vorgekommen. So, das ist für mich Clickbait. Also wenn man den Leuten was verspricht, was dann schlussendlich überhaupt nicht aufgelöst oder gehalten wird. Sprich, das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mir denke, warum ist das jetzt schon wieder Clickbait? Ganz oft kommt der Clickbait-Vorwurf im Zusammenhang mit eben wenigen Titeln wie High School DD. Also wenn man da mal ein bisschen nach der Haut sieht, ist das sofort für viele Clickbait. Auch das finde ich so ein bisschen alarmierend, weil dann sage ich, warum ist das Clickbait? Dann kommt als Antwort, ja, weil, wenn du die Protagonistin aus High School DD oder einem anderen beliebigen Edgy-Anime aufs Thumbnail packst, werden Leute, die mit Anime nichts zu tun haben, das Thema mit Schmuddelkram assoziieren. So, schwieriges Thema, weiß ich, wer meine Videos kennt, mich kennt und verfolgt, der weiß, dass ich ein großer Feind davon bin, dass man Anime in diese Klischeeschubladen steckt, sei es in Schmuddelkram oder Kinderkram. Aber Fakt ist ja nun mal, dass Edgy extrem erfolgreich ist. Edgy ist extrem beliebt, gerade in Deutschland. Also Edgy-Titel funktionieren einfach immer gut. Deswegen finde ich, dass dieser Vergleich so ein bisschen hinkt. Auf der einen Seite kauft es jeder, aber derjenige, der darüber berichtet, darf sich auf Thumbnail packen. So, deswegen finde ich, dass man nicht Gefahr läuft, dass jetzt irgendwelche Leute, die nur auf solche Dinge warten, um Anime mit Schmuddelkram zu assoziieren, sollte man versuchen, einen gesunden Umgang mit diesem Thema zu pflegen. Man sollte den Leuten klar machen, ja, das gibt es. Und stellt euch mal vor, in der Realfilmbranche gibt es auch Pornos. Aber in der Realfilmbranche würde ja auch niemand sagen, warte mal, Filme, das ist doch das mit den Brüsten. Warum ist es dann beim Anime so? Deswegen finde ich auch diesen Vorwurf wieder so ein bisschen schwierig. Also diese ewige Clickbait-Debatte ist super, super anstrengend. Und ich glaube, das war die längste Antwort, die ich jemals in einem Q&A gemacht habe. Hallo! Das ist so nett, dass ihr alle grüßt. Ja, allgemein etwas. Eigentlich habe ich eine sachliche Frage, denn bezüglich zu einem Thema, der Jahresrückblende, was wir immer auf den Animes sagen, top ist es da. Meiner Meinung nach finde ich es ein bisschen schade, dass diese, gerade die neueren Animes, so ein bisschen unter Sequels meistens runtergehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, da eine zweite Topliste nebenbei zu machen? Du redest jetzt von einer, also von der Topliste, die besten Anime 2017. Zum Beispiel, genau. Da quasi statt so ein bisschen Trend-Zweibiges macht, einmal Sequel Top 10 oder Top 5 und dann nochmal ein. Ja, also wir tauschen uns da schon immer wieder aus, also wieder die beste Herangehensweise ist. Aber natürlich wäre das eine Möglichkeit, Sequels, Prequels, Spin-Offs jetzt da komplett rauszunehmen und auszuklammern. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das nun mal gerade der Trend. Also wenn man so auf die neuen Titelblick auf die kommenden Seasons Blick, dann wird sehr schnell klar, dass eben bestehende und erfolgreiche Brands halt einfach gemolken werden. Ja. Und im Zweifel sind das auch die Shows, die am erfolgreichsten sind. Und die da jetzt rauszulassen, ist halt schwierig. Ne, da sind wir auch wieder ganz schnell bei dem Thema, es jedem recht machen, das funktioniert halt nicht. Wird nie klappen. Deswegen haben wir uns damals, also bei dieser Topliste 2016 und auch 2017, darauf geeinigt zu sagen, okay, wir nehmen tatsächlich alle Serien mit rein, ob jetzt Spin-Off oder Prequel oder Sequel oder whatever. Deswegen, nee, also eine zweite Liste wird es da nicht geben. Was ich schon mal ankündigen kann ist, und da haben wir dann tatsächlich so ein bisschen separiert, ist eine Topliste zu den erfolgreichsten / meistverkauften Anime aller Zeiten. Und da haben wir ganz bewusst die Longrunner rausgenommen, also so Sachen wie Bleach, wie One Piece, wie Naruto und sowas, weil sonst
würden die diese Liste zu sehr dominieren. Sprich, es wird dann eine Liste geben mit den normalen Serien, eher so die klassischen, ne, 24 Folgen. Und dann wird es eine separate Liste geben mit den Longrunnern. Das ergibt da dann mehr Sinn. Aber bei so einem Jahresrückblick fände ich es irgendwie komisch, dann zu sagen, man lässt da jetzt gewisse Sachen raus. Natürlich, auch da ist, wir haben es gerade erwähnt, One Piece nicht dabei, weil One Piece dann nicht im entsprechenden Jahr gestartet ist. War auch ein toller Kommentar, der immer wieder kam, was ist denn One Piece? Und wo ist Dragon Ball Z? Hallo, 2018. Genau, also das werden wir, glaube ich, auch künftig dabei belassen. Danke dir.